Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute gar nicht so viel mit euch vor. Ich möchte einfach nur ein Deo mit euch auftragen, nämlich wieder die Zitrone. Mutter Natur hat sie mir vor die Füße geworfen eben und ich dachte mir, wir können doch einfach mal mit der Kamera wieder zusammen uns das Ganze auftragen. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie diese Zitrone aussieht, wenn wir sie gleich aufschneiden, weil sie ist schon so ein bisschen matschig hier. Riecht aber richtig toll. Ich hatte letztes Mal eine Zitrone aufgeschnitten und die war, Moment, mein Akku macht schlapp, aber es geht glaube ich noch. Die war nämlich letztens ausgetrocknet und deswegen dachte ich mir, komm, wir schneiden das jetzt mal zusammen an. Und oh nein, guckt mal, wie schön die noch mit Saft behaftet ist. Da können wir auf jeden Fall noch richtig schön unser Deo heute einreiben. Oh Leute, die riecht. Ich wünschte, ihr könntet riechen, wie diese frische Zitrone aus meinem Garten riecht. Und guckt mal, wie viel Saft sie einfach noch hat. Herrlich, obwohl sie wirklich nicht mehr so schön aussieht. Ich glaube, im Laden würdet ihr die nicht kaufen, oder? Aber hier aus meinem Garten auf jeden Fall jetzt auf oder unter meine Achseln geschmiert. Das wird auf jeden Fall jetzt geschehen mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr habt Lust zu. Es ist schon Mittag und ich werde jetzt das Ganze auftragen. Ich kann euch sagen, dass das... Ich habe eine Ameise auf meinem Handy laufen, sagt mal. Ich kann euch sagen, dass das Ganze tatsächlich auch den ganzen Tag über erhält. Obwohl ich dusche, obwohl ich in den Pool gehe. Also ich rieche hier null. Ich benutze das fast jeden Tag als Deo und möchte das jetzt einfach nochmal wieder mit euch zusammen machen. Ich weiß, es ist nicht ganz so ladylike, aber da kenne ich ja nicht. Also schön überall einschmieren, auch ein bisschen Saft wieder rausholen und dann überall schön unter die Achseln schmieren. Und dann kann ich euch versprechen, dass ihr nicht riechen werdet. Aber bitte, wenn ihr euch im Urlaub befindet, dann seid trotzdem vorsichtig mit der Sonne, weil es kann Verbrennungen verursachen, wenn ihr so in der Sonne liegt. Aber da man, ihr seht es bei mir wirklich wahrscheinlich ziemlich gut, ich liege so fast nie. Ich finde diese Haltung unwahrscheinlich unbequem. Deswegen sind meine Achseln eigentlich immer zu. Selbst wenn ich versuche, mich auf der anderen Seite zu bräunen, was auch nur mäßig Erfolg versprecht ist, das sieht man es einfach weiß, lege ich mich so hin, sodass meine Achseln halt zu sind. Aber bitte, bitte, ich sage es immer wieder, es kann Verbrennungen, es wird rot, es kann auch so ein bisschen pustelartig werden, wenn man da die Sonne drauf scheinen lässt, so direkt. Aber bei mir macht es eigentlich nichts aus, ich habe sowas noch nie gehabt, aber mein Sohn schon, ja. Wenn er hier in Alanya ist, muss er aufpassen und da passiert es tatsächlich öfters, dass er dann hier unter den Achseln auch rot wird. Ja, also das, da muss man gucken, deswegen warne ich euch vor und ja, das war nochmal so mein kleiner Quickie hier am frühen Mittag und werde jetzt diese Zitrone in den Kühlschrank packen und das, was unter meinen Achseln war, natürlich im Müll, obwohl auch da, ne, ist noch richtig viel Saft drin, also eigentlich zu schade für den Müll, wirklich. Ein günstiges Deo, gerade in Deutschland auf jeden Fall, wo wir nicht so viel Sonne haben und man sich nicht so oft sonnen kann. Ein tolles Mittel. Ich bedanke mich jetzt wieder fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Ich glaube, ich brauche euch nicht nochmal im Laufe des Tages zu zeigen und zu demonstrieren, dass man wirklich nicht riecht. Es ist auch jetzt schon, muss ich sagen, nicht mehr klebrig. Ich habe auch das Gefühl, dass die Art der Zitrone ab und zu einen Unterschied macht. Also die eine klebt so ein bisschen mehr und die andere ein bisschen weniger, weiß ich nicht, ist so meine Erfahrung. Aber auf jeden Fall ist das gleich weg. Und das Einzige, was man dann noch hat, ist eben geruchslose Achseln. Ja? Das ist im Übrigen etwas, was mich so ein bisschen stört, dass man nicht mehr so diesen frischen Duft von Parfum unterm Arm hat. Aber letztendlich ist das schädlich und wir sollten doch versuchen, auf Mutter Natur wieder zurückzugreifen. Und gerade mit meinen Videos, die ich hier in der Türkei drehe, versuche ich euch so ein bisschen zu inspirieren, wieder auf die Mutter Natur zurückzugreifen und eben nicht
so viel Geld vor allen Dingen auch auszugeben für Produkte, die überhaupt nichts bringen, außer uns zu schaden, außer uns allergische Dinge zu bescheren. Deswegen versuchen wir ein bisschen zurückzugehen, aber nicht jeder verträgt die Zitrone. Bitte versucht hier, macht ein paar Tests an eurer Haut, versucht herauszufinden, wie vertrage ich solche natürlichen Produkte, denn gekaufte Dinge sind natürlich für die breite Masse jetzt schon vorgetestet, ja, und da hat man schon Dinge herausextrahiert, die eventuell allergieauslösend sein könnten, und hat nur die Dinge hineingebracht, die eben eine bestimmte Wirkung in die eine oder andere Richtung verursachen. Aber alles, was wir wo wir versuchen, chemisch einzuwirken, hat natürlich auch wieder Konsequenzen auf das Produkt und auf die Wirksamkeit und auf die Reaktion unserer verschiedenen Körper. Und auch das ist natürlich wieder schädlich, ja, für den einen oder anderen. Aber für die breite Masse produziert, allergiearm möglichst und wenig allergieauslösend, hundertfach getestet, natürlich auf jeden Fall da harmloser erstmal, würde ich sagen, als Produkte, die wir jetzt pur anwenden, die wo man weiß, das hat die und die Konsequenz. Bitte erkundigt euch da, dass ihr da keine bösen Überraschungen erlebt. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein günstiger Zitronen sind auch in Deutschland sehr, sehr günstig zu haben. Ich glaube, 3-4 Zitronen kosten nicht mehr als 1,30 im Höchstfall. Ja, wenn man da im Bioladen kauft, vielleicht 2 €. Also es kann sich bestimmt jeder leisten. Eine Packung Zitronen hält euch als Deo bestimmt 2 Monate, wenn die nicht verschimmeln im Kühlschrank. Halten sich eigentlich auch relativ lange, immer habe ich die Erfahrung gemacht. Und eine Zitrone, würde ich mal sagen, würde für ein Deo auch auf jeden Fall 1,5 Monate reichen, wenn sie schön mit Wasser durchtränkt ist. Also ihr braucht nicht mehr als eine Zitrone, dann seid ihr erstmal mit Deo versorgt. Meine Lieben, auch dieser Stressschweiß übrigens, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung gemacht habt, aber Stressschweiß stinkt so abartig furchtbar. Er riecht nicht mehr so, wie soll ich sagen, so nach Sport und immer noch so, dass man sagt, okay, den kann man ertragen, aber stressiger Schweiß, wenn man im Beruf oder in Verhandlungen ist oder irgendwo hingehen muss, dieser mit Angst und Stress vermischte Körpergeruch riecht so furchtbar, finde ich jedenfalls. Und da kann die Zitrone richtig tolle Arbeit leisten und kann richtig sagen, okay, ich stinke nicht mehr. Also wirklich Maximum, dieses Rexona Maximum Protection, wo ich ja drauf schwöre, da hält die Zitrone auf jeden Fall mit. Aber natürlich, es klebt ein bisschen, ja, und es ist in der Aufbewahrung und Handhabung ein bisschen eigenartig, aber da kann man sich dran gewöhnen, zumal teure Deos auch wirklich viel kosten, ja. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Maximum Protection auch nicht so lange hält, ja. Und dann zahlst du da, ich glaube, 4,30 kostet das jetzt gerade bei DM. Das haben die auch ein bisschen erhöht im Preis, habe ich gemerkt. Also auf jeden Fall. Ne? Kann man machen. Mein Lieben, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!